Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin, ich möchte Sie auch hier begrüßen an der anderen Seite des Tisches und wünsche uns alle gute Zusammenarbeit. Werte Kolleginnen und Kollegen, freies Internet in 6.000 bis 8.000 Krankenhäusern, Parks, öffentlichen Bibliotheken, Rathäusern. Also ich finde, das ist eine hervorragende Idee. Wir sind hier in einem Parlament, da sagen die einen, das ist schlecht und die anderen sagen, es ist gut. Ich finde es ausnahmslos gut, was wir hier machen. Denn zum einen bedeutet das, dass Europa sehr konkret wird. Und zum anderen ist es, die Frau Niebler hat es eben gesagt, ist es ein Signal auch für etwas. Und wofür ist es ein Signal? Es ist ein Signal dafür, dass dort ein Hotspot nur funktioniert, wo auch wirklich Internet ist und wo schnelles Internet ist. Das bedeutet für uns, dass wir uns ungemein anstrengen müssen, dass in ganz Europa es dieses schnelle Internet geben wird. Es gibt nach wie vor, vor allen Dingen in ländlichen Gebieten, die sogenannten weißen Flecken. Dort gibt es überhaupt kein Internet. Und das, was früher mal Straße und Strom war, wo man viel Geld investiert hat seitens der öffentlichen Hand, das heißt heute Internet. Und da müssen wir viel Geld in die Hand nehmen. Und dieses Wi-Fi for You oder Wi-Fi for You ist ein Signal, um dies zu tun. Wir müssen diese Anstrengungen machen, damit die digitale Agenda, die wir ganz groß auf allen Titeln schreiben, sich auch realisiert. Ich habe in meinem Wahlkreis den Gemeinden sehr angeraten, sich auf diese Initiative zu bewerben. Es ist eine gute Initiative. Das Fazit lautet, lasst es uns tun, lasst es uns unbürokratisch tun, dann hat jeder was davon. Vielen Dank.